Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zum Amazon Fire TV. Heute möchte ich mal kurz einen Einblick in eines der Spiele auf dem Amazon Fire TV geben und hier würde ich gerne einfach mal das Spiel Sef-Zero zeigen. Ich mach mal ein wenig leiser. Sef-Zero ist eine Kombination aus einem Tower Defense Spiel und einem Action Shooter. Man hat hier also tatsächlich zwei Aufgaben: durch die verschiedenen Level laufen und Gegner abschießen und gleichzeitig auch noch Türme zu bauen, die einem bei der Verteidigung helfen und die einen unterstützen. Und hierfür werden wir jetzt einfach mal im Level 4 die Schwierigkeitsstufe schwer spielen. Man sieht, ganz so weit vorangekommen bin ich noch nicht, habe erst angefangen. Aber eigentlich macht das Spiel gut Spaß und man kann sich eine Weile mit beschäftigen. Ich weiß nicht, für wie viel Spielzeit insgesamt das Ganze reichen wird, aber zurzeit zumindest ist das Spiel noch sehr interessant für mich. So, und das ist nun eine der Ansichten, die für das Spiel interessant sind. Das ist die Übersichtskarte, wo man jetzt hier mit seinem Cursor durch die Gegend springen kann, wie man auch sieht, und verschiedene Türme zur Verteidigung bauen kann. Wir fangen hier mal mit einem Raketenturm an, mit einem Mörserturm, und danach ist auch erstmal mein Budget erschöpft. Und dann bestätige ich mit der X-Taste, dass ich jetzt die ersten Wellen haben möchte, und dann gehen wir hier mal ins Level. Durch das Beamen ins Level selbst ruft man auch Schäden an den Gegnern hervor, je nachdem, welche Waffe man hier hat. Als Primärwaffe erzielt die unterschiedlichen Schaden bei den Gegnern und benötigt ein unterschiedliches Magazin, als auch eine unterschiedliche Ladezeit. Die Treffer bei den Gegnern sind nach Körperregionen unterschiedlich schwer. Das heißt, je weiter ich in Richtung Kopf schieße, desto mehr Schaden löse ich am Gegner aus. Wie man das jetzt hier schön sieht, mit 315 am Kopf. So, ich habe mal gleich die nächste Welle hinzukommen lassen, damit das Ganze auch mal ein bisschen interessanter wird. Wie man sieht, die Gegner greifen mich auch an, während sie durchs Level laufen. Und zwischendurch kann man dann immer mal wieder schauen, dass man die Türme updatet, die man verwendet. Zurzeit ist es aber so, dass ich noch nicht genug Geld für meinen Turm habe. Hoppala. Die Waffen, die ich hier benutze, die kann man dann durch häufiges Treffen im Verlauf des Spiels verbessern. Und zusätzlich hat man noch drei Zusatzwaffen, die man verwenden kann. Das ist jetzt hier zum ersten Mal eine Granate. Dann hätten wir da noch den Luftschlag, den zeige ich später, und die Railgun. Jetzt bekomme ich den Hinweis, dass
mein Mörserturm angegriffen wird und sowohl auch der Kern, den ich verteidigen soll, das ist, geschieht hier durch diese kleinen Gegner. Die sind relativ lästig, weil sie extrem flink sind. Jedes Level hier besteht aus 9 Angriffswellen unterschiedlichster Stärke. Und es gibt 3 Checkpoints, also sobald ich diese Welle hier abgeschlossen habe, kommen wir dann zu einem Checkpoint, wo ich meine Türme erstmal reparieren könnte, wo keine weiteren Gegner kommen. Überall auf dem Weg zu meinem zentralen Kern finden sich kleine Kisten, Tonnen oder ähnliches, die man zerschießen kann. Und jetzt will ich mal einmal zeigen, was der Luftschlag ist. Ich lege die Zielstrecke fest und mein Mutterschiff schießt einmal von oben alle Gegner auf einer geraden Strecke ab. Ups, ein bisschen falsch gewählt. Zusätzlich habe ich noch die Möglichkeit, den Angriffen der Gegner auszuweichen. So, und jetzt müssten wir uns beim Checkpoint befinden, genau. Und damit kann ich meinen Turm auf Level 3 upgraden. Das heißt, er kann jetzt mehrere Raketen gleichzeitig abschießen, was für die Verteidigung schon sehr, sehr nützlich ist. Und hier drüben geht es dann erstmal los. Mit den ersten Gegnern. Hoppala. Das war's dann hier. Und hier haben wir jetzt einen der etwas größeren Gegner, der auch ein Schild trägt, wie man sieht. Durch den Schild ist er relativ gut geschützt. Das heißt, man muss am Schild vorbeizielen, um hier was zu erwirken. Am einfachsten lässt sich der tatsächlich bezwingen, wenn man ihn von hinten angreift. Die Gegner haben bis zu einer gewissen Reichweite den Fokus auf mich. Das heißt, solange wie ich nah genug bleibe, laufen die auch wieder rückwärts im Zweifelsfall. Da der Weg aber zu weit, dann würden sie auch wieder von alleine umdrehen und so kann man natürlich ein bisschen auch dafür sorgen, dass die Gegner eben nicht zu dem zentralen Kern kommen, den sie eigentlich zerstören wollen. Aber wie man sieht, da ist jetzt schon wieder so eine Gruppe dieser kleinen Viecher, die ich aber ohne Probleme einfach nur durch das Herunterbeamen töten kann.
So, ich habe mal die nächste Reihe gestartet. Damit kann ich dann meinen Turm auch gleichzeitig ein wenig verbessern und der wiederum kann nun vier Raketen gleichzeitig schießen. Das ist dann schon ganz ordentlich für die Verteidigung. Könnte jetzt trotzdem ein bisschen schwierig werden. Weitere Tortürme sind mir zurzeit nicht möglich. Also warten wir mal ab. Hoppala, schon wieder vorbeigeschossen. So, jetzt ist es mir aber möglich, mehr Türme zu bauen und das werden wir jetzt auch mal tun, indem wir hier den Strahlungsturm verwenden und hier unten mal noch einen Luftschlag. Wenn ich denn so lange überlebe. Aber wie man sieht, die meisten der Gegner sind mir gefolgt. Und damit sind sie direkt in den Luftschlag gelaufen. Hoppala, zu hoch. Und das war dann ein Volltreffer. So, jetzt haben wir auch schon wieder ein bisschen mehr Geld zusammen. Dann wollen wir das natürlich auch gleichzeitig verwenden, um die Verteidigung auszubauen. Die Gegner werden von Level zu Level mehr und schwieriger. Mist. Sie laufen aber wiederum eigentlich immer nur ihren fest eingeplanten Weg und lassen sich davon auch nicht beirren. So dass es an sich nicht schwierig ist. Sie zu treffen. Es ist dann tatsächlich eher die Anzahl der Gegner, die hier, upsala, bin mir nicht sicher, ob der im Radius des Strahlungsturms drinne steht. Aber nun gut, den Strahlungsturm haben wir dann auch ein wenig ausgebaut. Und damit kann er jetzt auch kleine Explosionen auslösen. Wenn man möchte, kann man das Spiel auch einfach durch das Drücken auf das rechte Steuerrad ein wenig beschleunigen. Wenn man nirgendwo den Bedarf sieht, selber einzugreifen, dann ist das eine nette Möglichkeit, um hier einfach das Spiel vorankommen zu lassen. Kriegen wir den letzten großen auch noch in den Luftschlag? Ich glaube schon. Gehen wir mal maximal nach hinten, lösen den Luftschlag aus. Und die Gegner haben alle den Luftschlag überlebt. Wenn auch deutlich angeschlagen. Hoppala.
Hier kommt wieder eine ordentliche Traube von diesen kleinen Viechern, die verdammt schnell sind und einem ziemlich auf den Sack gehen können. Gut, das waren zu viele Angriffe gleichzeitig auf mich. Und hier gibt es noch eine schöne Stelle, wo sich ein Turm dann auch noch lohnen wird. Mal gucken, ob ich den noch für die letzte Runde brauche, sobald ich ein bisschen mehr Geld habe. Würde ich ansonsten noch den Lähmungsturm einsetzen. Aber da fehlen mir gerade noch ein bisschen die Möglichkeiten. Dann töten wir erstmal wieder noch ein paar. So, jetzt können wir hier auch den Lähmungsturm einsetzen, aber wahrscheinlich wird er sich wirklich nicht mehr lohnen an der Stelle. Dann werden wir ihn hier einsetzen und versuchen damit noch ein bisschen Schaden auf die Gegner zu nehmen. Das war keine Kiste. Gut. Immer mal wieder bekommt man den Hinweis, dass die Türme angegriffen werden. Das sieht man jetzt hier auch relativ gut. Hier unten würde sich aber ein Luftschlag sehr ordentlich lohnen. Ich hoffe, ich überlebe es so lange. Jupp. Der war ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Und da ist ein Gegner schon irgendwie hindurchgeschlüpft. Er war aber tot, bevor ich ihn abschießen konnte. Wollen wir doch hier nochmal einen Luftschlag ansetzen. Durch das Verwenden der Zusatzwaffen werden diese mit der Zeit ebenfalls erweitert und verbessert. Das heißt, die bekommen mehr Schaden, mehr Munition. Das heißt, ich kann mittlerweile schon 7 anstatt 6 Granaten durch die Gegend schießen. Die Nachladezeit verkürzt sich. Und das wiederum macht es dann natürlich deutlich einfacher. Bei den Gegnern. Und so muss ich mal immer wieder gucken, dass hier auch alle gleichmäßig angegriffen werden. So, beim Spielen hat dann meine Kamera die Maximalvideolänge erreicht und ich habe es nicht mitbekommen, sodass vom Video ein kleiner Teil, zumindest das finale Ende, fehlt. Nach dem Spiel ist es so,
dass man hier einen Übersichtsbildschirm darüber bekommt, wie viel Schaden man mit welcher Waffe bzw. welchem Turm verursacht hat, wie viele Türme man getötet hat, verloren hat, wie viele Gegner man getötet hat. Und als nächstes sieht man hier die Waffen und wie man sieht, meine Primärwaffe hat gerade ihre nächste Stufe, dann auch leider die letzte Stufe erreicht und habe ich nochmal 5% mehr Schaden bekommen. Meine Granaten, meine Railgun und mein Luftschlag sowie das Hinunterbeamen haben auch einen ordentlichen Fortschritt gemacht, aber noch keine Verbesserungen bekommen. Und jetzt hatte mein Controller kurzzeitig einen kleinen Fehler. Und wie man sieht, haben wir hier auf Stufe 4 jetzt, oder im Level 4, die Stufe schwer geschafft. Gleichzeitig kann man sich dann im Spiel immer mal noch seine Highscores angucken, wenn man das möchte. Wie man sieht, mittlerweile schon 4 Stunden 23 von mir gespielt. Der zuletzt erzielte Erfolg ist das Abschießen von 20. Ne, gewinne ein Level ohne Schwierigkeiten im Chorschaden. Okay. Es gibt noch mehr Erfolge, die man hier erreichen kann. Viele verschiedene. Und es gibt auch ein Leaderboard, wo man sich über gewisse Schäden oder Prozente informieren kann. Hier zum Beispiel mein Primärwaffenschaden im einen Level maximal 114 und so kann man sich dann auch gleichzeitig noch darüber erkundigen, dass hier aber Trendy Ford die Bunting 1 Million Schaden verursacht hat. Und so geht man jetzt im Endeffekt durch die einzelnen verschiedenen Level bis zum Level 15. Und was danach kommt, kann ich noch nicht sagen, weil ich bin erst bei Level 9. Aber ich bin mal sehr gespannt. Zurzeit macht es mir eigentlich noch relativ viel Spaß. Ich war früher ein Fan von Tower Defense Spielen. Diese Erweiterung mit der Shooter-Komponente gefällt mir erstmal sehr gut. Eine weitere Erweiterung ist die Möglichkeit, über eines der Fire Tablets einen zweiten Spieler mit hinzuzuziehen, der dann Luftschläge selbstständig auslösen kann und einige Verbesserungen ebenfalls noch auslösen kann. Das aber wiederum funktioniert nur mit einem Kindle Fire Tablet. Auf einem Android-Gerät lässt sich eine solche App nicht installieren und funktioniert dann auch nicht. Da ich so ein Tablet nicht habe, kann ich das erstmal nicht zeigen. Aber ich denke, das ist jetzt, um das Spiel einmal kennenzulernen und die Möglichkeiten des Amazon Fire TVs und der Spiele zu sehen, gar nicht nötig. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.